Am Wochenende lud die Theatergruppe Schott-Wien zur Premiere des Stückes Kuddelmuddel im Heustadel. Ein Dreiakter, der von Beginn bis zum Ende des Stückes an den Lachmuskeln der Besucher zerrte. Mit den Proben wurde schon im November 2013 begonnen und am Freitag wurde im Veranstaltungszentrum die Premiere gefeiert. Bevor es losgeht, geht's für die Laienschauspieler noch in die Maske, damit auch alle fesch aussehen. Die Vorstellung war erwartungsgemäß ausverkauft, denn die Qualität der Aufführung begeistert immer mehr Besucher. Mein Gott, na! Wo ist denn der Stolper? Ist er schon wieder? Man, das Graf, ich werde einmal durchfahren, wo man es hinstellt. Damit habe ich ja jetzt die Beisen gemacht. Da warst schon du gemacht, du Strohschnorcher, du. Der Maus, dieser Dich, vor allem, wenn man es runterschickt wie du. Der Altbauer hat ein kleines Problem mit seinem Most. Die Rolle wurde exzellent von Alice Heindl gespielt. Das Publikum war ein Traum. Ich muss sagen, wir haben schon lange nicht mehr so eine tolle Premiere gehabt. Und das Publikum pusht dich ganz einfach und animiert dich einfach zur Höchstleistung und du gibst einfach, was du am besten kannst. Und ich glaube, es ist gut umgekommen. Wie ist das, wenn man einen Mann spielt? Ist das schwierig? Eigentlich schon, aber ich habe eine tolle Unterstützung von meinen männlichen Kollegen erfahren, die mir einfach gewisse Handgriffe oder Tätigkeiten gesagt haben, die halt typisch männlich sind und die man sich dann halt aneignet, obwohl man ja eigentlich nicht über die, wie soll man sagen, technischen Voraussetzungen verfügt. Möchtest du ein Mann oder eine Frau sein? Ich bin eigentlich so zufrieden mit dem, was ich bin. Martin Beran spielte den etwas faulen Jungbauer. Premiere von Kuddelmuddel im Heustadel. Wie geht's dir jetzt? Sehr erleichtert, weil wir es positiv hinter uns gebracht haben. Die Proben haben sich ausgezahlt. Das Publikum war okay und somit ist es nur positiv für uns. Warum spielst du Theater? Weil es einfach Spaß macht. Einfach Spaß, die Leute zu unterhalten und die Freude. Einfach so. Das ist ein gutes Versteck. Schau mal, Mase. Ich glaube, die alte Hitten wird mein nächste Po. Günter Fraß spielte die Rolle des Strizis, der in dem Kuddelmuddel so einige Wuchteln vom Stapel ließ. Und was ist? Was dein Dorftrottel schon so weit? Bald, fertig, bald. Der frisst mir eh schon aus der Haut. Und heute in der Nacht wird er mal hörig. Herr Bürgermeister, wie hat Ihnen das Stück gefallen? Ja, wie immer, alle Jahre grandios und heuer besonders toll, die ganze Aufführung, einmalig. Wer hat Ihnen von den Schauspielern am besten gefallen? Es sind alle eindeutig, eine besser wie die andere. Also es ist eine famose Partie, die spielt es schon jahrelang und ist einer genauso gut wie der andere. Grandios, wirklich wahr. Man hört einen Applaus, nicht? Und ich glaube, das ist das Lob der Künstler, der Applaus. Wie hat es Ihnen gefallen? Na, danke, sehr gut. Also ganz genial. Sie spielen immer wirklich wahr, alle geben ihr Bestes, spielen wirklich hervorragend. Sehr gut. Also, wir sind froh, dass es diese Theatergruppe gibt in Schott-Wien. Ja, ja, die Technik. Alles nicht so einfach. Herr Vizebürgermeister, wie hat Ihnen das Stück gefallen? Sehr, sehr gut. Wie jedes Jahr ausgezeichnet. Ein paar Hoppalas, aber das gehört dazu. Wirklich toll. Was soll man nie machen als Jungbauer? Wenn sich zwei fesche Dirndln in die Haare kommen,
nicht einmischen. Das kann ganz schön in die Hose gehen. Wenn Sie sich das Stück live ansehen wollen, haben Sie am Freitag, den 21.03. und am Samstag, den 22.03. noch Gelegenheit dazu. Es gibt nur noch Restkarten. Kartenreservierungen sind noch möglich. Aus der Einsamkeit können wir eine Zweisamkeit machen.